Meinst du, ich könnte es schaffen, dieses ganze Chaos, was sich einmal durch die gesamte Wohnung zieht, innerhalb von einer Stunde zu beheben, inklusive Staubsaugen und Wäsche verräumen? Im heutigen Video trete ich auf jeden Fall gegen die Stoppuhr an und halte die Zeit in jedem Bereich fest, um aufzuführen, wie effizient man tatsächlich mit der Zeit im Nacken arbeiten kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Hallo erstmal und schön, dass du wieder dabei bist. So viel Zeit muss sein. Und wie ist dieses Chaos überhaupt entstanden? Wir sind super kurzfristig in den Urlaub geflogen. Wir haben abends gebucht und saßen morgens im Flieger. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass wir natürlich den Abend zuvor dann hier ordentlich Unordnung hinterlassen haben, weil wir dann halt richtig schnell die Koffer packen mussten. Jetzt sind wir 2 Tage zurück und es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dann aus dem Urlaubsmodus wieder rauszukommen. Und am Anfang schleifen die Routinen natürlich auch immer, bis man dann wieder erstmal ankommt. Und ich beginne jetzt erstmal damit, den Koffer auszuräumen. Mein Mann geht gleich mit den Kindern auf dem Spielplatz, so habe ich ein bisschen Zeit. Und ich stelle mir den Timer auf 15 Minuten, um diesen Bereich zu bereinigen, und zwar das Wohnzimmer. Und ich habe tatsächlich nicht vorgehabt, dieses Video zu drehen. Ihr seht es auch, ich bin in Lümmelklamotten, ich bin angeschlagen, ich habe mich erkältet. Ich hoffe auch, das stört nicht weiter im Video. Aber ich hatte überhaupt nicht vor, zu filmen oder aufzuräumen. Ich hatte wirklich überlegt, zu kapitulieren, weil es einfach so schlimm aussah und ich mich jetzt auch nicht so wohl fühle und wollte eigentlich auf der Couch bleiben. Und habe mich dann damit motiviert, dass ich dachte, komm, du machst jetzt einfach jeden Bereich mit dem Timer in einem gewissen Zeitfenster fertig, soweit wie du kommst, und was halt nicht weitergeht, dann geht's halt nicht weiter, und einfach mal schauen, wie weit, ja, ich komme. Was meinst du denn? Jetzt hast du ja schon das Ausmaß gesehen. Glaubst du, es ist realistisch, jetzt hier innerhalb von einer Stunde die ganze Wohnung irgendwie ein bisschen auf Vordermann zu bekommen oder nicht? Schreib das gerne in die Kommentare. Dann kann man halt auch mal schauen, ob man da, ja, wie realistisch das ist, da auch wirklich effektiv was zu schaffen. Hier links im Bild im Übrigen sind noch unsere letzten Umzugssachen. Wir haben dort jetzt noch so Bilderrahmen, Vorhänge und Werkzeuge, wo natürlich noch ein bisschen was angebracht werden muss, aber auch vieles auf jeden Fall in den Keller kommt in den nächsten Tagen. Das sind halt jetzt wirklich noch so die letzten Nachwehen vom Umzug. Ich bemühe mich jetzt erstmal so schnell wie möglich zu arbeiten. Mit der Zeit im Nacken kann man sich halt auch wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und gucken, was sieht hier jetzt gerade am unordentlichsten aus. Und da beginne ich natürlich damit, erstmal die Tische freizuräumen, auch die Tagesdecke erstmal zu richten. Und das ist ja erstmal auch so die visuelle Ordnung. Man sieht halt direkt, es sieht ordentlicher aus, wenn halt irgendwie die Kissen gerichtet sind. Aber auch die Vorhänge, wenn die irgendwie auf 7:30 hängen, sieht das Zimmer auch irgendwie unordentlicher aus, was natürlich nichts mit Sauberkeit zu tun hat, aber es wirkt einfach automatisch etwas ordentlicher fürs Auge, wenn halt auch die Gardinen vernünftig zugezogen sind. Zu guter Letzt gehe ich jetzt hier nochmal die Tische entlang, wische die natürlich auch noch so ein bisschen sauber, möchte ich das ja auch machen. Es geht jetzt nicht vorrangig nur um Ordnung, aber ich möchte einfach die Situation, so gut es geht, in diesen 15 Minuten aufbessern. Und wie ich bereits gesagt hatte, ich hatte eigentlich vor, gar nicht anzufangen. Und ich finde es halt wirklich sehr erstaunlich, wie man doch sich dann mit dem Zeitfenster irgendwie motivieren kann, doch anzufangen, und was man dann doch noch schafft. Die letzten Sekunden nutze ich jetzt noch, um ein bisschen diese Ecke irgendwie, ja, aufzuräumen oder zu ordnen. Und soweit wie ich komme, und wenn nicht oder wenn die Zeit zu Ende ist, dann ist das auch nicht so dramatisch. Jetzt ist auch die Zeit um und ich wechsle jetzt den Bereich. Ich stelle mir jetzt für 5 Minuten den Timer im Flur und versuche hier jetzt die Hotspots zu bereinigen. Ihr seht, hier liegt einiges rum. Ich packe jetzt einfach schnell die Sachen weg und bemühe mich halt einfach fokussiert dran zu bleiben. Und ich finde es wirklich, wie gesagt, immer wieder kann ich es nur betonen, erstaunlich, wie man halt in diesen kleinen Minuten oder wenigen Minuten immer doch irgendwie was erreichen kann, obwohl man sich denkt, ich brauche gar nicht anzufangen. Und ich bin selber wirklich sehr, sehr gespannt gewesen, ob ich überhaupt es schaffe, die Wohnung irgendwie herzurichten, solange mein Mann mit den Kindern unterwegs ist, und wollte eigentlich, wie gesagt, gar nicht anfangen und habe dann einfach angefangen, mich selber so zu motivieren und vor allem auch so eine kleine Challenge draus zu machen, ein Wettkampf gegen die Zeit, ob ich es schaffe oder nicht. Und ich muss sagen, das hat mir irgendwie sogar so ein bisschen Spaß gemacht, diese Herausforderung anzunehmen und zu gucken, schaffe ich das in 5 Minuten jetzt, diesen Bereich aufzuräumen. Also es hat mir tatsächlich irgendwie Freude bereitet und hat mich da motiviert, dran zu bleiben und irgendwie diesen Bereich halt auch aufzuräumen.
Ja, die letzten Sekunden nutze ich noch, um sogar noch ein bisschen drüber zu wischen. Dann ist auch die Zeit um und ich gehe in die Küche. Auch hier stelle ich mir wieder sportliche 5 Minuten. Ihr seht, es sieht etwas chaotisch aus, ist aber auch nicht weiter wild, weil ich möchte einfach nur die 5 Minuten so ausnutzen, um zu sehen, wie weit ich komme. Und mit der Zeit im Nacken ist man automatisch schneller als so, wenn man jetzt so Open-End reingeht und sich denkt, ich räume jetzt mal die Küche auf. Hätte ich mir jetzt nicht den Timer gestellt. Ich sage euch, ich hätte jetzt locker 30 Minuten in der Küche verbracht und hätte da wahrscheinlich nochmal die Fronten vielleicht noch abgewischt und so weiter. Das hätte aber am Ende dazu geführt, dass ich vermutlich nicht mehr die Motivation hätte, die ganzen anderen Zimmer aufzuräumen und zu putzen. Ich habe im Übrigen auch noch ein anderes Video gemacht zum Thema Zeitfenster. Da könnt ihr gerne reinschauen, und zwar dieses hier. Ansonsten, gehe ich einfach fokussiert und schnell vor und bemühe mich einfach so viel wie möglich in dieser Zeit zu schaffen. Die Zeit ist um, aber ich habe eigentlich alles geschafft und es geht weiter im Badezimmer. Hier stelle ich mir auch wieder für 3 Minuten die Zeit, aber ich weiß ja auch schon aufgrund der Fly Lady Methode und dem Swish & Swipe, dass das auf jeden Fall realistisch schaffbar ist, machbar ist, das Bad in so kurzer Zeit so ein bisschen herzurichten. Ich wasche einmal das Handwaschbecken aus und putze die Toilette. Ich kümmere mich einmal um den Staub auf den Ablagen und den Unterschrank. Und damit sieht auch erstmal das Bad wieder in Ordnung aus. Und ich kann mich dann halt wieder in der Zonenreinigung nach Fly Lady oder halt auch einfach so zwischendurch dann nochmal drum kümmern, alle weiteren Geschichten fertig zu machen. Aber in 3 Minuten habe ich es auf jeden Fall geschafft, das Bad so weit zu säubern. Ja, die Kinderzimmer sind heute mein Endgegner. Also hier sieht es wieder ziemlich chaotisch aus. Und hier stelle ich mir den Timer für sportliche 5 Minuten und schaue, wie weit ich komme. Ich beginne erstmal mit dem Betten machen. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, man sieht auch direkt immer, wie ordentlicher das Zimmer aussieht, wenn das Bett gemacht ist, oder halt auch wie unordentlicher das Zimmer aussieht, wenn die Betten nicht gemacht sind. Und das mache ich jetzt. Ich muss jetzt auch immer so ein bisschen vom Spielzimmer ins Kinderzimmer hin und her laufen, weil wir die verschiedene Sachen halt in den verschiedenen Zimmern haben und ich versuche, die Sachen halt auch wieder an ihren Platz zu bringen. Und was ich auch sagen muss, im Kinderzimmer jetzt finde ich das Trofast-System von IKEA wirklich sehr, sehr hilfreich. Also es ist einfach super angenehm. Die Sachen sind in diesen Schubladen halt kategorisch sortiert. Ich muss aber jetzt nichts ordentlich ins Regal stellen, wie es vielleicht jetzt bei einem Kallax-Regal oder so wäre, wenn man jetzt keine Schubfächer drin hat. Und ich kann einfach die Sachen einfach reinfeuern. Also muss da jetzt, also das geht auf jeden Fall schneller. Das heißt, ich habe hier Kategorien wie Autos, Lego, Figuren etc. und kann dann halt immer entsprechend die Sachen in die Schubladen zurückräumen. Und auch die Kinder finden so ihre Spielsachen auf Anhieb wieder und können auch selbstständig aufräumen, wenn sie es denn tun. Aber wenn ich zum Beispiel mal meine Tochter darum bitte, dass sie aufräumt, dann schafft sie das halt auch vernünftig zu machen. Also ich finde das Trofast-System im Kinderzimmer sehr, sehr hilfreich. Nun sind hier die 5 Minuten um, es genügt aber noch nicht mein Anspruch, und da ich jetzt in den anderen Zimmern so gut vorangekommen bin in der Zeit, gebe ich mir hier jetzt nochmal 3 weitere Minuten, um das Zimmer so weit herzurichten, wie es für mich in Ordnung ist. Und das sind jetzt aber Kleinigkeiten, also ich könnte theoretisch jetzt auch aufhören und hätte ein gutes Gewissen haben können, aber ich wollte jetzt einfach noch diese paar Sachen zu Ende bringen, weil ich halt wusste, das dauert jetzt nicht mehr so lange. Und das ist halt auch das, was ich bei der Zonenreinigung sage. Man muss natürlich nicht, wenn die Stoppuhr nach 15 Minuten um ist, man ist da jetzt noch in den letzten Zügen, alles stehen und liegen lassen, sondern es tut dann nicht weh, noch die 2-3 Minuten dran zu hängen, und die können dann halt auch noch so für das, also das zum i-Tüpfelchen beitragen, dass dann halt wirklich so alles fertig ist. Ich habe hier also 2 Minuten mehr gebraucht, sprich dieses Kinderzimmer hat 7 Minuten gedauert. Jetzt kommen wir zum absoluten Endgegner des Tages, und zwar dieses Spielzimmer.
Ich muss da die Wäsche verräumen. Ihr seht, auf dem Boden liegt alles Mögliche rum. Von Wäsche bis Bälle bis Figuren, Papierschnipsel und so weiter. Und ich stelle mir hier sehr optimistische 15 Minuten vor, dass ich das in dieser Zeit schaffe. Und habe mich da aber, glaube ich, ein bisschen ja, zu früh gefreut, weil alleine schon das Wäscheverräumen dauert lange und ich muss ja auch erstmal so die ganzen Stolperfallen beiseite räumen, damit ich dann nicht selber irgendwo drüber stolper. Ich beginne aber erstmal damit, die Wäsche wegzuräumen. Wir haben eigentlich ja auch einen Trockner, den ich auch sonst immer benutzt habe in der alten Wohnung, vor allem, weil wir da kaum noch Platz hatten für den Wäscheständer. Im Moment mache ich das einfach so aus Energiegründen und so halt gerne im Kinderzimmer oder im Spielzimmer. Wobei ich sagen muss, mit einem Wäschetrockner ist es natürlich trotzdem komfortabler, weil die Wäsche, ich spare mir da halt so die Zwischenschritte von Wäsche aufhängen, Wäsche abhängen und die Wäsche kommt vor allem auch glatter aus dem Trockner raus und man kann die dann einfach besser zusammenlegen. Aber mal gucken, ob ich da jetzt nochmal wieder auf den Trockner zwischendurch umswitche oder nicht. Im Moment finde ich es jetzt einfach, wie gesagt, aus Energiegründen besser, einfach jetzt mal die Wäscheleine zu benutzen, jetzt wo ich halt auch den Platz dafür habe. Ja, als nächstes gehe ich natürlich so vor, dass ich versuche, den Boden als erstes zu befreien. Also ich gehe in diesen Zeitfenstern tatsächlich so vor, dass ich erstmal immer gucke, was fällt mir visuell ins Auge, was macht den größten visuellen Lärm und versuche das als erstes zu bereinigen, weil wenn es fürs Auge erstmal so ein bisschen ordentlich ist, dann reicht das für meinen Anspruch zumindest, um mich halt auch dann die nächsten Tage daran zu motivieren, weiterzumachen, weil dann schon so ein bisschen Ordnung herrscht. Und da finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, dass man sich halt irgendwie vom Boden erstmal hocharbeitet, also dass der Boden freigeräumt wird, dann halt die Tische und Flächen und so gehe ich persönlich vor. Hier auch wieder die Körbe, wir haben zum Beispiel die Stifte in Körbe, wir haben ganz viele Sachen in Körben und man sieht halt, man kann die Sachen einfach so packen und zurück in die Schublade packen und trotzdem hat man dann eine gewisse Struktur auch in den Schubladen und eine gewisse Ordnung, weil alle Dinge irgendwie in einem Bereich gehören, also kategorisiert wurden, alle Sachen haben ihren Platz und das ist ganz, ganz wichtig zum Ordnung halten. Jetzt sind auch die 15 Minuten um und ich stelle mir jetzt nochmal den Timer auf weitere 5 Minuten, weil ich dieses Zimmer wirklich bereinigen möchte und wie gesagt noch ein bisschen Luft habe. Ich bin noch unter meinen vorgestellten 60 Minuten, von daher mache ich da jetzt noch weiter. Und genau, wenn alle Dinge seinen Platz haben, dann kann man auf jeden Fall besser Ordnung halten, weil man weiß, wo was hinkommt. Und wenn Sachen in Körbe oder Organisationssysteme eingeräumt werden, dann hilft das auch nochmal dabei, Ordnung zu halten. Und vor allem auch so ein bisschen, wie gesagt, man kann die Sachen einfach reinschmeißen und wegpacken und es sieht trotzdem irgendwie ordentlich aus und hat trotzdem seinen Platz. Also ich schwöre auf Organisationskörbe und alle möglichen Boxen etc. So, nun ist aber auch endgültig Schluss. Ich habe 20 Minuten für dieses Zimmer gebraucht und kümmere mich jetzt noch um den letzten Bereich, und zwar den kleinen Flur. Und habe mir hier für 2 Minuten die Zeit gestellt und räume jetzt so die Sachen weg, die ich hier so dazwischen gestellt habe beim Aufräumen. Unter anderem steht hier zum Beispiel auch das Rollo, was wir noch anbringen müssen. Das stelle ich jetzt einfach mal hier so hinter den Schrank. Das kommt eh noch hier in diesem Zimmer ran. Aber, und der Vorhang, den habe ich auch gewaschen und werde noch gucken, ob wir den irgendwo aufhängen oder eventuell in den Keller bringen. Und in 2 Minuten ist auch dieser Bereich abgearbeitet. Zu guter Letzt gehe ich jetzt nochmal mit dem Staubsauger einmal grob durch die ganze Wohnung. Also ich habe jetzt auch nicht vor, wie gesagt, jetzt Tiefen rein zu putzen, aber das Staubsaugen am Ende ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wir haben ja jetzt hier Laminatboden, wir hatten früher Dielenboden. Ich muss sagen, da ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und dadurch, dass wir ja auch jeden Tag staubsaugen wegen den Kindern, eigentlich hatten wir nie Probleme mit dem Staub oder so. Aber hier auf dem Laminatboden sieht man ständig Wollmäuse. Also schon, du kannst morgens staubsaugen und mittags sieht es schon wieder ziemlich, ja, wie soll ich sagen,
ja, unschön aus, wenn dann einfach dann in den Ecken wieder irgendwelche Wollmäuse oder Haare oder sowas sich sammeln. Und deswegen ist es hier besonders wichtig zu staubsaugen. Und vor allem, finde ich, sieht man halt auch direkt dann, dass es sauberer aussieht, wenn man halt gestaubsaugt hat. Und es ist sowieso irgendwie ein Muss jetzt nach dem Zustand, den die Wohnung jetzt gerade hatte. Also mit Hilfe dieser kleinen kurzen Zeitfenster habe ich es geschafft, die Ausgangssituation enorm zu verbessern, und das vereinfacht halt auch wirklich den Einstieg in die Routine und in die nächsten Tage mit der Zonenreinigung. Jetzt schaut euch bitte die Vorher-Nachher-Ergebnisse an. Halten wir fest, das Wohnzimmer hat 15 Minuten gedauert und ich denke, man sieht hier schon auf jeden Fall einen guten Unterschied zu vorher. Und Flur habe ich weitere 5 Minuten aufgewendet, habe hier dann wieder die Hotspots bereinigt, und auch das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Genauso wie die Küche, da ging es ja wirklich sportlich mit 5 Minuten zu, und auch hier, finde ich, kann sich das Ergebnis für 5 Minuten sehen lassen. Also wie man sieht, man schafft tatsächlich so, so viel in diesen wenigen Minuten immer, wo man eigentlich immer denkt, ich brauche nichts anzufangen. Und ich habe euch gesagt, ich hatte vor zu kapitulieren und dachte mir, ich brauche gar nicht anzufangen, weil ich schaffe das alles nicht in der Zeit, wo mein Mann jetzt gerade unterwegs ist mit den Kindern. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, ich hätte so oder so aufräumen müssen. Und durch diese Zeitfenster habe ich wirklich geschafft, das so kurz zu fassen und trotzdem so effektiv zu putzen. Ohne den Timer hätte ich wahrscheinlich mich 2-3 Stunden mit dem Haushalt aufgehalten. Also diese Methode bringt auf jeden Fall richtig, richtig viel. Für alle, die nicht mitgerechnet haben, ich habe 57 Minuten zum Aufräumen und weitere 6 Minuten zum Staubsaugen benötigt, sprich 1 Stunde 3 Minuten hat es mich gekostet, um die Wohnung wieder vorzeigbar zu machen. Sehr gut, wie ich finde. Meine Kinder bedanken sich mit Blümchen und ich bedanke mich natürlich bei dir fürs Zuschauen und freue mich über ein Däumchen, ein Abo, einen Kommentar. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.